Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir den Spannungsverlauf zwischen den Kondensatorplatten an einem Plattenkondensator demonstrieren. Dazu habe ich hier einen Plattenkondensator. Ich habe auf dieser Seite ist blau ist Minus angeschlossen und auf dieser Seite habe ich rot ist Plus angeschlossen. Gleichzeitig habe ich an Minus hier dieses Voltmeter angeschlossen und das, was ich hier in der Hand habe, ist dieser Anschluss. Damit möchte ich messen. So, wenn ich jetzt hier an die Kondensatorplatte gehe mit meinem Messfühler, sehe ich hier etwa 53 Volt. Hier dazwischen ist Wasser. Die beiden Kondensatorplatten sind in das Wasser eingetaucht. So, wenn ich hier dran gehe, habe ich ungefähr 53 Volt. Wenn ich das Ganze sind 11 cm, hier ganz langsam rüber wandere, bei 5,5 haben wir dann die Hälfte von 11 cm. Und da habe ich jetzt knapp 26 Volt. Gut, ja, doch, passt doch. 52, 26. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, lande ich irgendwann bei 0. Man kann sich das sehr schön vorstellen. Man sagt ja auch, Spannung ist ein Potentialunterschied. Man könnte sich das dementsprechend vorstellen, dass das hier meinetwegen das Tal ist und das der Berg und wo man sozusagen gleichmäßig hier entsprechend hochfahren muss. Dementsprechend ist es auch so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal in die Mitte gehe, da habe ich meine 25,6 Volt und ja, so ungefähr, wenn ich nicht so dolle wackel und hier auf der Linie bleibe, sieht man, dass das auch bleibt. Das heißt, wenn ich mir eine senkrechte Linie, die sozusagen parallel zu den Platten verläuft, heraussuche, habe ich überall messe ich die gleiche Spannung und habe damit sozusagen das gleiche Potential bzw. Potentialdifferenz zwischen meinem Messstab und hier dem Minuspol. Und so kann man eigentlich sehr schön sehen, dass hier homogen verteilt ist, weil ich ja mich auf dieser Linie bewegen kann, ohne dass ich die Spannung bzw. das Potential ändere. Und wenn ich hier rüber gehe, sieht man halt sehr schön, dass die Spannung abfällt, bis sie bei 0 ist. Und wenn ich wieder zurückgehe, wird die Spannung immer größer, bis sie hier entsprechend bei ja, den 51, 52 Volt wieder angekommen ist. Soweit, so gut.